Die Linke ist die nächste Rednerin. So, jetzt brauche ich mal den Herrn Funker. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, wir brauchen mehr demokratische Kontrolle, gerade in einer Pandemie, die wir zweifelsfrei haben. Die Situation im März hat kurzfristige einschneidende Maßnahmen nötig gemacht. Es ist eben keine Grippewelle, wie die AfD ständig behauptet. Jetzt, 8 Monate später, wird wieder massiv in Grund- und Freiheitsrechte eingegriffen, und zwar ohne Beteiligung der Parlamente, ohne erkennbare Strategie und ohne eine Überprüfung der Wirksamkeit und der Auswirkung der Maßnahmen. Und das geht so nicht weiter. Seit Monaten erleben wir mehrere Akte eines absurden Theaters, aufgeführt von Kanzlerin und Ministerpräsidenten mit den Parlamenten als Zuschauern. Zuerst gab es den Wettlauf, wer schränkt am schnellsten ein, danach wer lockert am schnellsten, ist alles vor der Kulisse, wer wird neuer Kanzlerkandidat der Union. Und Onkel Söder erzählt uns jetzt, wenn wir alle schön brav sind, dann dürfen wir vielleicht Weihnachten feiern. So schwindet die Akzeptanz der Bevölkerung, die wir dringend brauchen, meine Damen und Herren. Liebe Bundesregierung, gut, dass Sie unserem Antrag folgen und die Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz konkretisieren. Aber für mehr Akzeptanz sind weitere Schritte nötig. Erstens, Maßnahmen, die in Grund- und Freiheitsrechte eingreifen, müssen demokratisch legitimiert sein, und die Debatten dazu, die gehören in die Parlamente. Zweitens, es braucht transparente, nachvollziehbare Strategien, bei welcher epidemischen Entwicklung wie vorgegangen wird. Und zur Strategie gehört im Übrigen auch, ich muss ja wirklich schmunzeln, dass die FDP nach so langer Zeit endlich den starken Staat entdeckt hat. Aber natürlich gehört zu einer starken Strategie auch eine andere politische Weichenstellung, nämlich Maßnahmen gegen den Pflegenotstand, den Lehrermangel, Belüftungsanlagen für Schulen, ein Konzept für den öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Es ist doch absurd. Die Menschen haben zwar die Pflicht zum Abstandhalten, aber sie haben kein Recht darauf, zum Beispiel in überfüllten Bussen und Bahnen, in zu kleinen Klassenzimmern, in denen zum Teil nicht mal die Fenster aufgehen. Und es ist skandalös, dass Intensivbetten wegen Personalmangels nicht betreut werden können. Gehen Sie doch die Probleme endlich an. Und drittens brauchen wir den politischen Streit über die Verhältnismäßigkeit. Die Union ist hier raus mit ihrer Blockade beim Arbeitsschutzkontrollgesetz. Aber ansonsten gehören die Maßnahmen abgewogen. Was ist in welcher Situation schlimmer? Existenzangst, Einsamkeit oder Infektionsgefahr? Und darüber muss hier im Parlament unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten gerungen werden, und zwar nicht nur ausschließlich mit Virologen. Die Krise ist nicht die Stunde der Exekutive, sie ist die Stunde der Parlamente, denn sie sind die Herzkammer der Demokratie. Vielen Dank. Nächster Redner ist die Kollegin Dr. Manuela.